Innerhalb von einer Zehntelsekunde fandest du dieses Geräusch nicht toll. Da ist mir doch tatsächlich das Montageeisen, wo ich meine Luft mitmache, meine Schweißluft, direkt in den Schirm gefallen. In den guten Böhler-Welding-Schirm. Beide Gläser kaputt, wie ihr es eben gerade gesehen habt. Voll durch außen und innen. Naja, okay. Ein neuer Schirm musste her. Da ist er auf der linken Seite. Alles schick, alles eins zu eins. Das Einzige, was ich dort übernommen habe vom alten Schirm, ist praktisch das Stirnband. Das Innenlid kann man natürlich gebrauchen, hält ewig, noch nie kaputt gegangen. Solange ich diesen Schirm habe, durch Regen, Schnee, Kälte, Hitze, Staub durchgejagt, egal welche Umstände, dieser Schirm war bisher immer treu. Da unten liegt er. Rechts auf dem Boden, seht das? Ja, okay, der Schock ist überwunden. Ein neuer Schirm musste her. Ratzfatz hat es funktioniert. Mein Kollege hat reagiert und ihr findet den neuen Schirm bzw. die Böhler Welding Schirmer unter dem Video. Preis-Leistungs-Verhältnis und Qualität kann ich immer noch weiterempfehlen nach langer, langer Zeit. Herzlichen Dank für euer Interesse. Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Videos teilen und viel Spaß weiterhin hier auf dem YouTube-Kanal.